So, ich darf jetzt so sagen. Entschuldigung. Weißt warum? Ja, darf ich das Mikrofon halten? Möchtest du lieber? Ja, du hast doch was auf dem Schoß und so. Na gut. Ist auch mein. Ich hab was auf dem Schoß. Ich hab einen Zettel auf dem Schoß. Ja, was hast du denn darauf geschrieben? Ich wollte dich mal fragen, ob du mitbekommen hast, was so bei Krieg und Frieden in dieser Woche so diskutiert wurde. Zum Beispiel bei mir auf augengeradeaus.net. Das ist dein Blog, oder? Das ist mein Blog. Da guckst du etwa nie drauf, ne? Nee. Schade. Sollte ich das? Naja, wenn du was über Krieg und Frieden wissen willst ab und zu. Ja, aber da reicht auch, wenn ich mit dir drüber rede. Ja, wir reden ja immer nur über einzelne Punkte. Wir können ja gar nicht über alle Themen reden. Na, mach doch mal am besten so, dass, was war denn letzte Woche bei dir los? Na, über Nordkorea haben wir ja schon geredet. Nordkorea war doch dieser Kim Jong, bla bla bla. Kim Jong-un und die Atombomben und so weiter. Da haben wir ja schon drüber geredet. Worüber könnte man reden? Was war denn noch? Ja. Hast du wichtige Themen gehabt? Ich habe hab immer wichtige Themen. Gib mir mal ein Thema und ich sag dir mal, was ich darüber weiß oder ahne, was man darüber wissen sollte. Der Waffenhandelsvertrag der Vereinten Nationen. Es gibt einen Waffenhandelsvertrag? Ja, seit vergangener Woche oder seit der zurückliegenden Woche. Da wurde wahrscheinlich beschlossen, dass man keine Waffen mehr an Länder weitergibt, da wo Krieg ist? Oder ja, wo, so, ungefähr, Also wenn in Syrien gerade Bürgerkrieg herrscht, okay, wir verkaufen dahin keine Waffen mehr. Ja, ganz so weitgehend ist es leider nicht. Erklär mir mal, was war dann, worum geht's? Also es geht darum, erstmal überhaupt Regeln für internationale Waffenverkäufe zu schaffen. Ach, den gibt's gar nicht? Nö. Es gibt keine Regeln? Nö. Das ist wie im Bankengesetz. Also ne, schlimmer. Noch schlimmer. Ja, viel schlimmer. Weil einzelne Länder haben sich Regeln gegeben, europäische Staaten zum Beispiel, auch Deutschland. Aber es gibt keine internationalen Regeln. Das heißt, wenn irgendein Land das Waffen herstellt, Russland oder so, die verkaufen möchte, oder die Chinesen, dann können sie verkaufen. Oder die Amerikaner, dann können sie verkaufen. Egal an wen. Und jetzt wurde das so geregelt, dass das nicht mehr irgendwie an ja, es gibt so bestimmte Kriterien, die berücksichtigt werden sollen. Zum Beispiel? Unter anderem Menschenrechte. Ja, aber also halten wir uns ja noch nicht mal dran. Ja, da kann man jetzt überstreiten. Nein, die Deutschen sagen, die haben ja dafür gestimmt in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Ja, aber es gibt doch keine, wir verkaufen an Saudi-Arabien Waffen. Da gibt es keine Menschenrechte. Na, ganz so einfach ist es nicht. Also es geht nicht darum, ey, keine Menschenrechte, kein Verkauf, genau. Sondern die Frage ist, können diese Waffen genutzt werden, um gegen Menschenrechte zu verstoßen, um Menschen zu unterdrücken, um sozusagen Verbrechen damit zu begehen. Waffen? Ja, das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ja, aber wozu sollen Waffen denn sonst eingesetzt werden? Naja, die meisten Waffen werden nicht verkauft, um die eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Sondern? Zumindest schon gar nicht Kampfpanzer oder Kampfflugzeuge, weil das macht ja keinen Sinn. Brauchst du nicht dafür. Da reichen Gewehre, vielleicht sogar Knüppel. Mhm. Ja, aber was? Ich nehme aus dem Vertrag jetzt noch nichts raus. Erklär mir mal, warum das so wichtig war. Ist der wichtig oder ist er aber nur so ein Papier? Der kann wichtig werden. Also zunächst mal gilt er ja noch gar nicht, weil er ist zwar von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen worden. Dagegen haben zum Beispiel Nordkorea, Iran und Syrien gestimmt. Mhm. Aber es müssen ihn erst 50 Staaten, das heißt ratifizieren. Das heißt, 50 Staaten müssen erklären, wir stimmen diesem Vertrag zu. Und dann ist er erst gültig. Und dann tritt er erst in Kraft. Das wird in den USA zum Beispiel ein Problem, weil die amerikanische Regierung zwar sagt, okay, wir finden den Vertrag gut. Ja, aber das weiß ich auch, der Kongress hasst sowas. Genau, weil da gibt es nämlich die National Rifle Association, die sagt, das schränkt das Recht der Amerikaner ein, Waffen zu tragen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, gut. Das ist dann noch ein Sonderfall. Second Amendment und sowas. Second Amendment ist ja noch ein Sonderfall. Es geht eher um richtig große Waffenlieferungen, um Waffensysteme oder Hunderte oder Tausende von Sturmgewehren oder Ähnliches. Also ich nehme jetzt mit, der amerikanische Kongress, also das Parlament wird ja wahrscheinlich eh nicht zustimmen. Ist noch offen, weiß man noch nicht. Aber selbst wenn, also es wird eine Weile dauern, wenn es dazu kommt, bis alle 50 Staaten dem zugestimmt haben. Oder sagen wir so, solange das amerikanische Parlament nicht zugestimmt hat, sollte man das ignorieren? Ja, ignorieren. Man sollte sich darüber freuen, dass es einen klitzekleinen Schritt in irgendeiner Art von Regulierung gibt. Das ist doch schon mal ein Positiv. Ich hasse es aber, mich über klitzekleine Schritte zu freuen. Ja, wenn es sonst gar keine gibt. Gut, machen wir weiter. Was hast du noch? Was haben wir noch? Ja, das deutsche Kriegsschiff, das da vor Iran rumfährt. Wie bitte? Ja. Ein deutsches Kriegsschiff vor dem Iran? Ja, im Arabischen Meer, im Golf, in der Straße von Hormuz. Was macht es da? Das begleitet einen US-Flugzeugträger.
Warum? Das ist Teil der Zusammenarbeit zwischen der deutschen Marine und der US Navy. Warum arbeiten die zusammen? NATO-mäßig wieder? Ja gut, in der NATO ohnehin, aber das ist keine NATO-Operation, sondern das haben beide Staaten miteinander vereinbart, dass sie, um einfach Zusammenarbeit zu üben, eine deutsche Fregatte sozusagen als Luftabwehrkontrollschiff für einen amerikanischen Flugzeugträger mitfahren lassen. Aber das ist also eine Probe? Das ist Übung, ja. Ja, teilweise. Teilweise nicht? Ja, es gibt eine ganz verrückte Situation. Also, erklär sie mir. Ja, ich versuch's ja. Also, die deutsche Fregatte sorgt dafür, dass, die macht sozusagen so einen Tower, so einen, wie auf dem Flugplatz, so einen Tower für einen amerikanischen Flugzeugträger. Also sorgt dafür, dass im Umfeld keine feindlichen Flugzeuge rankommen, aber auch, dass der Luftverkehr geordnet abgewickelt wird, dass nicht Flugzeuge zusammenstoßen. Mhm. So. Jetzt darf... Also mit Fluglotsen? Oder? Ja, genau. Okay. Jetzt darf ja die Bundeswehr ohne Erlaubnis des Bundestages nicht an irgendwelchen kriegerischen Einsätzen teilnehmen. Eigentlich? Nee, auch darf sie nicht. Hm. Es sei denn, es ist unmittelbare Selbstverteidigung oder so etwas. Gut. Der Flugzeugträger fährt da erstmal friedlich lang. Aber von dem aus fliegen Flugzeuge nach Afghanistan. Von unserem? Nee. Von den Amis? Von den Amis, vom Flugzeugträger. Die fliegen aber nicht unter dem Mandat, bei dem auch die Deutschen mitmachen, nämlich bei diesem sogenannten ISAF-Mandat, sondern die fliegen unter der Operation Enduring Freedom. Was soll das sein? Das ist diese Aktion oder diese Operation, die die Amerikaner nach 9/11 ausgerufen haben. Da sind wir immer noch dabei? Sind wir immer noch dabei. Deutschland? Nee, Deutschland nicht mehr. Deutschland nimmt an dieser Operation Enduring Freedom seit 2,5 Jahren nicht mehr teil. Ja, aber warum, was macht man in Kriegsschiffen? Dann macht ja, das ein bisschen wenig Sinn, oder? Das ist genau das. Ist das Verrückte? Nein, die verrückte Situation ist, da startet also von diesem Flugzeugträger ein Kampfflugzeug nach Afghanistan. Ja. Und wir lotsen ihn dahin. Das dürfen wir nicht. Die Deutschen dürfen das nicht. Weil die Deutschen sind ja nicht Teil von Operation Enduring Freedom. Ja, aber wir üben doch nur. Ja, Moment. Jetzt fliegt aber dieses Flugzeug in einen scharfen Einsatz nach Afghanistan. Mit einem Ziel. Mit einem Ziel. Mhm. Das Ziel kann zum Beispiel sein, deutsche Soldaten zu unterstützen, die in einem Hinterhalt sind. Ah, wie vor ein paar Jahren hier mit Oberst Klein und so? Ja, sowas. So. Dann betrifft es die Deutschen wiederum direkt. Dann sind die Deutschen irgendwo schon damit drin. Ja. Aber das deutsche Kriegsschiff darf an der Steuerung dieses Einsatzes nicht teilnehmen. Das finde ich so ein bisschen verrückt. Also, aber es ist rechtlich sauber. Also macht das deutsche Kriegsschiff einfach nur so? Nee, die machen so einen Tower, nur im 100-Meilen-Umkreis hier Flugsicherung. Ja, aber die helfen ja praktisch. Ja, die machen Flugsicherung. Und mit dem Einsatz selber haben sie nichts zu tun. Gut, hast du noch ein Thema? Zu verstehen. Ja. Was haben wir denn noch für Themen? Ja, deutsche Soldaten in Nordost-Afghanistan, das war vergangene Woche so ein Thema. Ja, das war doch nichts Neues, oder? Naja, das Interessante war, die sind ganz oben im Nordosten in der Provinz Badakhshan, sind die ja abgezogen. Ja. Vergangene Woche waren sie wieder da. Haben sie Zelte abgebaut? Ein ganzes Camp abgebaut. Und jetzt wieder aufgebaut? Nee, die waren vorübergehend da, 150 Mann. Weil das Ziel ist ja, die Afghanen sollen ja die eigene Sicherheit selber regeln in Afghanistan. Ja, good luck with that. Ja, eben. Und dann gab es vorige Woche eine Aktion in Badakhshan, gegen Aufständische von der afghanischen Armee und der afghanischen Polizei. Ja. Und dann hat man vorsichtshalber mal gut 100 Deutsche in Bereitschaft gelegt da oben. Weil es hätte ja sein können, dass die Afghanen auch richtig handfeste Hilfe brauchen. Aber? Haben sie in dem Fall so nicht gebraucht. Haben sie alleine geschafft? Sie hatten ein bisschen Hilfe aus der Luft von Amerikanern. Aber am Boden haben sie so keine deutsche Hilfe gebraucht. Dann haben wir sehr gut trainiert. Ja, vielleicht war es auch einfach nur ein bisschen Glück. Vielleicht. Vielleicht. Hast du noch ein Thema? Über Drohnen kann man eigentlich immer reden, ne? Gibt es was Neues? Ja, wirklich was Neues nicht. Die lustige Diskussion, die wir haben, die Deutschen wollen ja neue Drohnen. Nicht nur Kampfdrohnen, also bewaffnete Drohnen, sondern sie haben auch eine riesengroße amerikanische Drohne gekauft, den Global Hawk, also den globalen Falken, der als Eurohawk Überwachung. Das ist nicht bewaffnet, der soll nur Überwachung fliegen. Ist also wie eine Kampfdrohne, nur ohne, ja, so ohne Schuss. Sagen. Ja, der fliegt rum und sammelt so ein elektronischer Datenstaubsauger. Hm. Da gibt es jetzt aber ein kleines Problem. Nämlich,
In Europa gibt es ziemlich viel Luftverkehr. Habe ich auch gehört, ja. Ja, also ganz viele Flugzeuge, kreuz und quer. Und bislang muss man, wenn man so eine Drohne, die ist ja von der Spannweite fast so groß wie so ein kleiner Airliner, wenn man so eine Drohne, Echt jetzt? ja, klar, wenn man so eine Drohne in die Luft bringen will, muss man so einen Korridor sperren. Das ist natürlich aufwendig. Ja. Also müsste man versuchen, diese Drohne in den normalen Luftverkehr zu integrieren. Und das europaweit. Und das klappt bis auf Weiteres nicht. Also brauchen wir so eine Art, so einen Drohnenluftraum. Ja, das kann sich ja keiner leisten. Das ist ja, Noch nicht. nee, das ist nicht finanzierbar. Das Problem ist einfach, man muss europaweit eine Regelung finden, was macht man mit unbemannten Flugzeugen im sogenannten kontrollierten Luftraum. Und davon sind wir noch eine ganze Weile entfernt. Und wie sieht's aus? Wann kann ich mir meine eigene Drohne kaufen? So eine kleine kannst du ja jetzt schon kaufen. Die sollte aber nicht mehr als 150 Kilo wiegen. Nee, eigentlich nicht mehr als 25 Kilo. Weil dann kommst du, also wenn du so eine ganz kleine kaufst, die du vom iPhone steuerst, die kannst du jetzt schon kaufen, solange du die ein paar hundert Meter ist irgendwie definiert, fliegen lässt. Aber wenn du so ein richtig fettes Teil hast, über 150 Kilo, was hunderte von Kilometern weit fliegen kann, dann viel Glück. Dann brauchst du sozusagen dein eigenes Kriegsgebiet, um sie fliegen lassen zu können. Und ein Gegner. Ja, zum Fliegen lassen nicht unbedingt. Gut, danke. Bitte.